Ich begrüße Dessau, begrüße das Umland zur heutigen Veranstaltung für Handwerker für den Frieden. So, die müssen wir unbedingt mitnehmen. Ganz schnell. Wenn Handwerker aufhören zu handwerken und stattdessen ihre Energien auf Kundgebungsbühnen einsetzen müssen, um mahnende Worte aufzurufen, dann muss im Land schon einiges gewaltig schieflaufen. Zack, ich bin weder Politiker noch politisch zugerundet, bin Bürger dieses Landes, bin Handwerksmeister, nicht mehr und nicht weniger. Wir stehen heute hier in Dessau auf dem Schlossplatz, weil es wieder überfällig ist, aufzustehen und zu sagen, es reicht, werte Regierung, das Maß ist voll, die rote Linie ist erreicht. Ein Zitat beschreibt die aktuelle Haltung des deutschen Volkes passend. Der Deutsche fängt erst danach zu kämpfen, wenn es nichts mehr gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Unsere heutige Demo des Handwerks zielt natürlich in erster Linie auf die mittelständischen Probleme der Gegenwart, Auftragsrückgänge im Einfamilienhaussegment, Fachkräftemangel, Krieg in der Ukraine und im Land, Versorgungsenergiesicherheit ab. Aber ich sage an dieser Stelle auch ganz klar, dass wir darüber hinaus noch weitere grassierende Probleme deutlich ansprechen müssen. Ich spreche für das deutsche Handwerk, für den Mittelstand, so wie es viele Handwerker an verschiedensten Orten und Teilen Deutschlands gemacht haben und weiterhin entschlossen weitermachen werden. Der deutsche Mittelstand erwirtschaftet rund 650 Milliarden Euro und ist genau der, dem es durch politische Versagen und grüne Ideologien schwer gemacht wird, zu existieren. Landwirte schlagen Alarm, Generationsbäckereien heben die Hände. Durch eine nicht darstellbare Energiepolitik und andere Gewerke werden mit massiven Materialpreissteigerungen in die Enge getrieben. Man muss kein Wirtschaftsexperte sein, um zu erkennen, dass unsere Regierung nicht ernsthaft daran interessiert sein kann, den Mittelstand zu halten, wie Herr Scholz im letzten Jahr es heuchelte, wir lassen keinen auf seinem Weg allein. Es ist der Mittelstand selbst, der mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, diesen auferlegten Irrsinn gerecht zu werden. Passend dazu gibt es dann auch einen Wirtschaftsminister, für den Firmen nicht gleich insolvent sind, nur weil sie mal aufhören zu arbeiten. Um ein Handwerksunternehmen in Deutschland zu gründen und zu führen, bedarf es einer umfänglichen Ausbildung sowie eines wirtschaftlichen Verständnisses. Hingegen ist in der Politik reicht, ins Amt bestellt zu werden, ob die Vorkenntnisse vorhanden sind oder nicht, spielt dabei scheinbar keine Rolle. Ich frage ganz konkret und besorgt, wie lange sich das der deutsche Bürger noch gefallen lassen will und wie lange er sich das noch leisten kann. Zum Thema leisten können in Zukunft muss jetzt schon gesagt werden, zum Beispiel kommende Mauterhöhung 83%, CO2-Steuererhöhung 33% oder die Mehrwertsteuererhöhung im Gastgewerbe von 7% auf 19%. Darauf müssen wir schauen, um festzustellen, wo die Reise wieder mal in Zukunft für uns hingehen wird. Erzähl mir nichts, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil da vergisst du eins. Darum frage ich, wie lange will man noch zuschauen, wie es im eigenen Land immer mehr den Bach heruntergeht, während in öffentlichen Medien mit Inbrunst geprahlt wird, wie viele Millionen und Milliarden Euro für die ganze Welt bereitgestellt werden und das dann immer im Mantel der Solidarität gekleidet wird. Wer das kritisch hinterfragt oder äußert, wird mit der Keule der Rechtsradikalität, des Querdenkens oder der Zügigkeit zu beobachtender Vereinigung ruhig gestellt. Wenn ich mir die Menschen anschaue, die überall in Deutschland auf die Straße gehen, um ihr Recht und ihre Meinungsfreiheit einzufordern, in einer Zeit mit beginnenden diktatorischen Zügen, muss die Frage erlaubt sein, ab wann für den Staat inzwischen rechts beginnt und wie rechts definiert wird. Wie viele? 70 in der Spitze. Die aktuelle Zuwanderung übersteigt jene von 2015 bei Weitem und wird als Hilfe und richtiger Weg zum Entgegenwirken des Fachkräftemangels angepriesen, als Chance für Deutschland und Solidarität für die ganze Welt. Wir Handwerker wissen um die Komplexität unserer Berufe und wissen auch, dass diese Integration sehr viel schwieriger ist, als sich das unsere Interessenvertreter vorstellen wollen oder vorstellen können. In vielen Gesprächen mit Berufskundigen aller Werke bleibt ernüchternd die Feststellung, dass die angesprochenen Fachkräfte sich scheinbar irgendwo befinden, aber nicht an den Bewerbungstischen der Handwerksunternehmen und wenn vereinzelt dann doch,
die grundlegendsten Dinge wie Sprachbarrieren und grundsätzliche Vorbildung den deutschen Handwerksvoraussetzungen weit hinten anstehen. Wir Handwerker und Dienstleister sind auch die, die jeden Tag nah an der Bevölkerung sind und in vielen Gesprächen den Unmut und stillen Protest live erleben. Der nächste Schlag für den Mittelstand ließ dann auch nicht lange auf sich warten und kam im Januar 2023 als Bürgergeld um die Ecke. Wie das zur zukünftigen Arbeitsmotivation beitragen wird, belegen jetzt schon anschaulich Vergleichsstudien-Statistiken zwischen denen, die arbeiten gehen werden und denen, die lieber zu Hause bleiben werden. Jeden Tag aufzustehen und zu arbeiten, wird sich bei diesen politischen Fehlkonstruktionen bald nicht mehr rechnen und das kann nicht ernsthaft in unserem Interesse sein, in einem einst Wirtschaftsland wie diesem. Wir nehmen an dieser Stelle die Regierung ganz klar in die Pflicht, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht der Mitte, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bewerben und wirtschaftlich in jeglichster Form zu unterstützen. Hinzu kommt dann noch unser Bildungssystem, welches unsere Kinder lobbyistisch gesteuerte Weltpolitik, die Gender-Ära und fanatische Klimaziele lehrt, aber die grundlegendsten Werkzeuge für das spätere Leben und die selbstständige Lebenserhaltung weit hinten anstehen. Weltweite Vergleichsstudien zeigen ganz klar, wo ein Land wie Deutschland der einzigen Denker und Dichter inzwischen gelandet ist. Dies kann und muss einer völlig verfehlten Politik zugeordnet werden. Kinder, die heute sich selbst überlassen sind, sind durch erfolgreiche Beeinflussung von Mainstream-Massenmedien schon morgen die, die in Berlin im Morgenverkehr auf der Straße kleben und denken, damit etwas fürs Klima zu tun. Der bequemste Weg war schon immer der, alles in Kauf zu nehmen und zu vertrauen, dass diese Regierung, unsere Interessenvertreter, zum Wohle des Landes handeln, wie sie auch ganz klar ihren Eid dafür bei ihrem Amtsantritt geleistet haben, aber die aktuelle Lage spiegelt das nicht mehr wider. Der Wohlstand und wirtschaftliche Handlungsspielraum unseres Landes wird dagegen immer mehr beschnitten durch eine Sanktionspolitik mit stetig steigendem Ausmaß, zu dem die Handwerksvereinigung und alle wir heute hier ganz klar Nein sagen. Frieden schaffen ohne Waffen, das darf und kann nur das Gebot der Stunde sein und das fordern wir als Handwerksvereinigung, Handwerker für den Frieden und Wirtschaftsmacht der Mitte. Das Handwerk sagt ganz klar und entschlossen, hört auf, diese Sanktionspolitik weiter zu befeuern und fangt an, mit all euch zur Verfügung stehenden Mitteln den Weg zur Diplomatie zu finden. Alles andere ist und wird weiterhin nicht mehr tragbar sein. Einer Außenministerin fällt dir sichtlich schwer, denn Aussagen, was interessiert mich die Meinung der Wähler, spricht mit Sicherheit nicht für den Einsatz zum Wohle des eigenen Volkes. Eine jüngste Forderung ihrerseits auf eine 360-Grad-Wende im Geschehen herbeizuführen, verdeutlicht nochmal das vorab angesprochene vorhandene Bildungsniveau im eigenen Land. Wir fordern ein sofortiges Umdenken unserer Regierung und ein Ende der Sanktionen. Andernfalls ist ein Rücktritt der Ampelregierung die logische Konsequenz. Zu weiteren Abwendung einschneidender Schäden für Deutschland. Überall in Deutschland finden Friedensbekundungen statt. Die sozialen Netzwerke quellen über mit Beiträgen von Friedensbekundungen, doch diese deutsche Regierung ignoriert diese Volksmeinung auf eine Art und Weise, die nicht mehr darstellbar ist und man dafür auch keine Worte mehr finden kann. Um entschlossen für Veränderungen im Land zu stehen, ist der Punkt gekommen, die Befindlichkeiten unter den Bürgern zurückzulassen und stattdessen gemeinsam Nein zu dieser Art von Politik zu sagen. Sätze wie, kann man eh nicht ändern oder das wird schon wieder, müssen wir der Vergangenheit angehören,
denn sonst können wir weiter zuschauen, wie das hier um uns endgültig den Bach heruntergeht. Doch in Verantwortung für unsere Kinder und deren Zukunft können wir uns diese Einstellung nicht leisten, so wie wir uns diese Regierung auch in Zukunft nicht mehr leisten können. Und jetzt speziell für alle hier auf dem Platz, die mit uns hier stehen, bleibt mir zum Abschluss folgender Satz. Unsere Kinder werden uns in Zukunft noch einiges vorhalten und das müssen wir uns gefallen lassen. Aber was sie uns niemals vorhalten werden, ist, dass wir nicht aufgestanden sind für Deutschland, für unser Handwerk, so wie Sie und Ihre Zukunft. Es lebe das ehrbare Handwerk. Dankeschön. Stellvertreter Landesinnungsmeister der Dachdecker aus Brandenburg, Mario Bayer. Liebe Freunde,